Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Handeln statt Reden in der Asylpolitik, das ist unsere Forderung, die wir seitens der Freien Wähler an Sie stellen. Ihr Arbeitstitel lautet Klartext anstatt Schönreden, aber Sie bleiben wieder beim Reden. Sie kritisieren das bisherige Schönreden, Sie kündigen jetzt Klartextreden an. In 4 Wochen werden Sie verschärfte Klartextreden ankündigen. Sie müssen endlich handeln. Damit wir die Hilfe, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf die wirklich Bedürftigen in der Asylfrage konzentrieren können, müssen wir heute den Asylmissbrauch ganz gezielt bekämpfen. Und da werfe ich Ihnen in der Landesregierung und Ihnen gemeinsam in der Bundesregierung klägliches Politikversagen vor. Meine Damen und Herren, Sie haben bei der Klausurtagung in Wildbad Kreuth vor einem halben Jahr beschlossen, die Asylverfahren müssten auf 6 Wochen verkürzt werden. Jetzt frage ich Sie, was haben Sie als alleinregierende Partei bisher dafür getan? Aktuelle Situation, der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs ruft händeringend um 50 neue Richterstellen für die Verwaltungsgerichte, um den Asylstau abarbeiten zu können. Sie kündigen ihm an, Herr Kreuzer, wissen Sie es, wie viel Sie ankündigen für 1. Januar 16 an neuen Richterstellen? Offensichtlich nicht. 16. Der Chef des Verwaltungsgerichtshofs in Bayern will 50 Richterstellen. Sie kündigen ihm für 1. Januar nächsten Jahres 16 an. Wissen Sie, was Sie tun müssten? Wenn der 50 will, müssen Sie ihm 60 geben. Nicht 16. 60. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil hier da sagt er so, da zeigt, Sie wollen nicht mal diese 30 Richterstellen zahlen, die sind aber allein verantwortlich dafür, um diese Staus abzuarbeiten, meine Damen und Herren. Wir haben 30.000 Albaner, die 0,0% Anspruch auf Asyl haben in den Verfahren, die klagen gegen den Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die liegen auf Halde. Ihre Rednerin hat vorher selber gesagt, bis zu 2 Jahren liegen diese Fälle rum. Sie haben im Januar angekündigt, 6 Wochen, geben selber zu 2 Jahre. Sie liegen also näher bei 6 Monaten bis 6 Jahren als bei 6 Wochen. Das ist Ihr Versagen in der Asylpolitik. Und da stellen Sie sich hin und fordern hier die richtige Weichenstellung. Ich sage Ihnen, Sie betreiben hier Staatsversagen, Sie betreiben Politikversagen. Sie sind dieser Situation nicht gewachsen. Und ich setze Ihnen eins drauf. Sie haben bei der letzten Wahl gesehen, wie gut es läuft mit dieser Ausländermaut, wo Sie die Leute hinters Licht geführt haben. Und die nächste Wahl wird heute schon wieder vorbereitet durch eine Verschleppung der Asylsituation. Sie wollen nächstes Mal eine Eskalation an der Asylfront haben, um zu sagen, Sie räumen auf und die anderen verschlafen es. Sie verschleppen die Asylsituation. Sie sind nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen, indem Sie sich beispielsweise weigern, diese Richterstellen, die dringend nötig sind, zur Verfügung zu stellen. Beim Verwaltungsgerichtshof in Regensburg, meine sehr verehrten Damen und Herren, hatten wir bisher rund 400 Fälle jährlich an Asyl zu bearbeiten. Momentan sind es 1.500 mit demselben Personal. Diese Leute schreien um Hilfe. Sie stellen sich hierher und sagen, wir müssen Klartext reden. Jawohl, wir reden Klartext. Sie müssen handeln, weil Sie in der Lage sind zu handeln. Sie regieren. Meine Damen und Herren, wenn wir aktuell die Situation haben, dass über 40.000 Menschen in den letzten Monaten die Grenze nach Deutschland überschritten haben und die Polizei genauso um Hilfe ruft und sagen, sie können das Ausländergesetz nicht mehr anwenden, sie können die erkennungsdienstliche Behandlung nicht mehr vornehmen, dass wir bisher in Italien kritisiert haben, dass sie das nicht machen, jetzt schafft unser Personal das mittlerweile genauso wenig. Das heißt, wir haben mittlerweile Zehntausende Menschen im Land, von denen gar
gar niemand weiß, wer das ist, aus welchem Statusland der kommt und dergleichen mehr. Das ist Staatsversagen, die Sie als Alleinregierung mitzuverantworten haben. Wir haben ein unionsgeführtes Bundesinnenministerium. Dort sitzt auch nicht ein Linker oder eine böse Frau Nahles oder ein Grüner. Nein, dort sitzt ein Schwarzer. Der ist dort verantwortlich. Der ist hier genauso überfordert. Der ist genauso nicht willens, dieses Thema zu lösen. Sie sind politisch gescheitert an dieser Stelle. Geben Sie das zu und missbrauchen Sie dieses Thema nicht auf dem Rücken der Menschen für eine neue Wahlkampfsituation. Hätten wir die Ehrenamtlichen nicht, wäre das System längst kollabiert. Sie sind hier gescheitert. Geben Sie es endlich zu und ziehen Sie die Konsequenzen. Dankeschön. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Pause.